Wovon der Finn wohl hier träumt, sicher mal als Torhüter einem NHL-Spieler beim Penaltyschießen gegenüberzustehen. Was er zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, sein Traum wird innerhalb kürzester Zeit in Erfüllung gehen. Während hier der Finn mit seinen beiden Torhüter-Kollegen aus der U7 den Weg Richtung Außenfläche in Angriff nahm, standen drei Herren schon auf dem Eis. Zwei davon kennt ihr schon, unseren Goalie-Coach der Profis Josh Robinson und unseren dritten Torhüter Jonas Gehr. Aber da ist noch ein dritter Mann, und zwar mit dem grauen Pulli und der schwarzen Mütze. Das ist Brandon Ranford. Aber wer ist Brandon Ranford? Aktuell in der DEL-Spielerstatistik auf Platz 23 bei den Spielern mit den meisten Punkten. Schaut man sich den genauen Schnitt pro Spieler an, liegt er bei 1,25, genauso wie der beste Scorer der Liga von den Kölner Haien. Aber das Besondere an Brandon ist, er hat schon einmal in der NHL gespielt, und zwar bei den Dallas Stars. Einmal ist kein Mal, das kann man nicht behaupten, da muss man erstmal hinkommen. Ansonsten hat er lange in der HHL gespielt, in der zweithöchsten Eishockey-Liga in den USA. Aber warum ist er heute beim Torwarttraining dabei? Einer, weil er natürlich ein geiler Spieler ist, bei den Löwen in der ersten Reihe spielt, aber weil sein Onkel auch NHL-Torwart war. Das Gen muss irgendwo noch vorhanden sein. Von daher kam es heute dann auch wirklich zum Duell der Löwen-Goalies gegen Brandon Ranford und Co. Parallel, haben wir ja gesagt, ist die U13 auf dem Eis. Die hat verschiedenste Übungen gemacht auf der zwei Drittel, denen sie zur Verfügung stand. Das sind die drei Herren von der Tankstelle. Der Philipp, der Finn und einer der beiden Torhüter aus der U7. Hier sehen wir den zweiten, das ist der Sammy. Das ist der jüngste bzw. der jüngste Torhüter, den wir jetzt überhaupt, der neu angefangen hat. Und er macht seine Sache schon wirklich gut. Und dann ging es los. Es gab Penaltyschießen. Jeder, der ein Tor kassiert hat, war raus und musste auf die andere Seite fahren. Da hinten knien schon die drei Großen. Und dann haben Josh, Jonas und Brandon versucht, den Puck im Tor zu versenken. Man muss zugeben, sie haben ein bisschen Rücksicht auf die kleineren Torhüter genommen. Aber hier kommt es zum ersten Duell zwischen Brandon Ranford und unserem Finn. Und Finn geht als Sieger vom Platz. Im Duell zwischen Philipp und Jonas Gehr konnte der Philipp sich durchsetzen. Und dann kommt schon die nächste Welle, in dem Fall von Josh. Und der versenkt ganz souverän seinen Puck im Tor. Übrigens das erste Tor, was er gemacht hat, das fand ich sensationell, wo er den Puck mit der Spitze festgehalten hat und hat ihm den Torwart direkt zwischen den beiden Schienen durchgeschoben. So, dann kam der Pascha dran, der war auch in der zweiten Runde und dann kommt wieder mal Jonas Gehr und versenkt den Puck souverän. Er freut sich auch, muss man auch wirklich sagen, er hat das heute mit viel Freude gemacht. So ein bisschen talentierter Spieler steckt dann doch bei ihm, auch wenn er relativ spät mit Schlittschuhfahren bzw. Eishockeyspielen angefangen hat, hat er sich ja doch hier seinen Platz im Kader der Löwen redlich verdient. Wie man gut sehen kann, die Seite mit denjenigen, die schon ein Tor kassiert haben, füllte sich. Die seht ihr hinten am hinteren Bildausschnitt. Und dann kam hier unser Sammy ins Tor, der neueste Zugang im Goalie-Camp sozusagen. Und der durfte gleich gegen Jonas ran. Aber das hat dann nicht mehr gepasst in der nächsten Runde. Damit war er auch raus. Und dann steht der zweite U7-Torhüter im Tor und darf sich auch erstmal mit unserem Goalie-Coach messen. Und der versagt. Der Kleine hat das Ding gut gehalten und durfte dann noch eine Runde weitermachen. Und dann ist er wieder dran, unser Finn. Und schauen wir mal, ob sein Traum heute nochmal Wirklichkeit wird. Und da kommt er auch schon wieder, Brandon Ranford, und Finn holt das Ding, was hinter ihm rumrutscht, nochmal kurz mit dem Schläger raus. Sensationeller Save. Das kann man sich auf jeden Fall mal genauer nochmal anschauen. Jonas Gehr hat es dann geschafft, dem Philipp einen reinzulegen. Wie gesagt, Jonas war heute auf jeden Fall in Topform als Spieler und hat hier auch ordentliche Tricks auf Lager gezeigt. Und hier, guck mal, auch wieder mit allen Schikanen wird hier gearbeitet, um den Puck im Tor unterzubringen. Hier wieder unser U7-Torhüter. Schauen wir, ob er die letzte und nächste Runde auch überlebt. Aber wie sieht's aus? Er hält. Und er hält gegen Brandon Ranford. Was für eine Nummer.
Das kann man mal in seiner Vita auf jeden Fall später lesen. Jonas hat hier bei Finny wieder versagt. Das war auch nett, der war aber auch nicht gut geschossen. Wie gesagt, die Lorbeeren zu früh verteilt. Und dann kam das nächste Duell. Und hier, guck mal, was für ein geiles Ding. Aber vorbei, lieber Brandon. Hilft nichts. Die Runde geht weiter. Und hier wieder unser U7-Torhüter. Und diesmal wird er vernascht. Von Josh über die Schiene gehoben, den Puck. Und jetzt das letzte Duell. Finn gegen Jonas. Und wer hat den Puck? Der Finn. Und wer geht leer aus? Unser lieber Jonas Gehr. Nächste Runde. Und wer kriegt das Ding rein? Jetzt schauen wir mal genau hin. Und habt ihr das gesehen? Von ganz hinten einfach durchgezogen. Keine Chance gegen Brandon Ranford. Und damit haben wir heute mal Glück gehabt. Finn hat sozusagen das Penaltyschießen gewonnen und konnte sich auf jeden Fall zweimal auf die Fahne schreiben, die Schüsse von einem ehemaligen NHL-Spieler gehalten zu haben. Dann ging es auch fürs erste Mal fürs Eis. Finny hatte erst einmal Goalie-Training und dann haben wir uns natürlich auch von dem jungen Mann hier ganz ordentlich verabschiedet. Aber verabschiedet haben wir uns noch nicht, weil der Max hatte natürlich auch noch U11-Training, da ist der Finn auch auf dem Eis geblieben. Wir haben zwischenzeitlich dann mal das Warme aufgesucht und haben uns in der großen Halle umgeschaut. Und wen sehen wir da? Einen U7-Torhüter, der vom Training offensichtlich nicht genug bekommen kann und hier noch seine einsamen Runden in der großen Halle fährt. Und einsam fährt dann irgendwann auch die Eismaschine ihre Runden, macht das Eis neu für den Publikumslauf. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf morgen. Bis dahin alles Gute und tschüss.